Hallo! Haha, jetzt fangen wir an, 3D zu fräsen. Oder erstmal 2D. Auf jeden Fall fräsen wir jetzt erstmal was. Und dazu stelle ich euch jetzt in dem ersten Video erstmal meine Fräse vor. Weil wir müssen natürlich auch irgendwie die ganzen Parameter kennen. Wie schnell fährt sie denn überhaupt? Und was kann ich überhaupt für Materialien damit bearbeiten? Genau das kläre ich jetzt. Tada! Die AL640. AL640? Was ist denn das? Ja, das ist eine CNC-Fräse. CNC steht übrigens für Computer Numerical Control. Das heißt, eine computergesteuerte Dreiachsenfräse. Ich kann in X, in Y und Z fahren, manuell mit meinem Handrad oder natürlich auch über den Computer. Und es läuft so ab, ich werde euch erstmal generell zu Maschinenparametern ein bisschen was erzählen, wenn euch das nicht interessiert. Hier unten ist irgendwo der YouTube-Clickbalken, der klickt da weg. Und dann kommen hier nachher noch die Gadgets, die ich dazu habe, dazu gekauft habe oder die man einfach braucht. Werkzeuglängensensor, Schraubstock und so weiter. Also, das ist die AL640. Die ist von der Firma Hase, Hase CNC. Und es gibt noch die, ich schiete mal kurz, AL1065 und die AL1290. Das sind drei Fräsen, die haben. Die unterscheiden sich eigentlich nur dadurch, dass die größer werden und damit auch schwerer. Man kann größere Bauteile bearbeiten. Zu der Größe, die hier in drei Achsen. Das ist die längste Achse, ist die X-Achse, die misst 600 mm, die Y-Achse misst 400 mm und die Z-Achse misst 125 mm. Und ich habe hier eine Durchlasshöhe von dem Portal. Das Portal bewegt sich auf der X- und auf der Y-Achse. Also das Portal bewegt sich auf der X-Achse und dieser Turm hier auf der Y-Achse. Durchlasshöhe von 150 mm. Die Maschine ist letztendlich knapp einen Meter lang, also 1030 mm. Und die hat eine Gesamtbreite von 775 mm und eine Höhe von 990 mm. Ihr seht das hier als Referenz. Ich bin so 2,31 Meter groß. Ich sehe mal ein bisschen kleiner aus auf der Kamera. Und ja, die Fräse ist halt ein bisschen kleiner. Zu den Geschwindigkeiten. Hierbei handelt es sich um die Profi-Version. Es gibt noch die Standard-Version und die Expert-Version. Die Profi-Version ist im mittleren Preissegment und es ist eigentlich der semi-professionelle Fräsbereich. Die X- und die Y-Achse, die können mit 6 Meter in der Minute, also 6000 mm in der Minute, positioniert werden. Die Z-Achse mit 3 Metern in der Minute. Das liegt an den Kugelgewindespindeln. Die haben eine Steigung von 10 mm und sind hier drunter positioniert. Kommen wir mal zu den Materialien, die wir bearbeiten. Hauptsächlich fange ich jetzt erstmal an, euch die Maschine zu zeigen und das CAM-Programm, das steht für Computer Aided Manufacturing, und das CNC-Steuerungsprogramm an Holz, weil Holz das leichteste ist. Alle Arten von Holz können bearbeitet werden, alle verschiedenen Faserdicken und mitteldichte Faserplatten und ganz altes Buchenholz, selbst Holz, was ich teilweise ab und zu auf dem Sperrmüll finde, wenn ich von der Uni nach Hause gehe. Und ich sehe da einfach irgendwie eine Holzplatte rumstehen, dann nehme ich die mit, wenn die mir gefällt, und die ist aus massivem Holz. Wer schmeißt denn sowas weg? Aluminium auf jeden Fall kann bearbeitet werden, eigentlich alles, wenn spanbrechende Elemente zulegiert sind. Mein Background ist ja, dass ich ein Ingenieur bin. Es gibt zum Beispiel Aluminiumlegierungen, die keine spanbrechenden Elemente haben, wie zum Beispiel eine Gusslegierung, eine Aluminium-Silizium-Legierung, und das ist nicht, da saut der Fräser zu und man gewinnt da gar nichts. Dann Kunststoffe, alle Arten von Kunststoffen kann man bearbeiten, und Faserverbundstoffe. Durch das Case hier, CFK, GFK, sollte man trotzdem aber im Wasserbad machen, die emittieren ganz fein giftigen Staub. Also Vorsicht damit. Sicherheit geht davor. Nicht geeignet Stahl, warum nicht? Weil die Kugelgewindespindeln letztendlich über einen Riemen angetrieben sind. Und ich denke mir, der wird einfach reißen. Dann Glas, Stein und Keramik. Aber das kann man alles auf dem Lasercutter gravieren. Und optional könnte man auch noch Folien, Papier und Kartonage schneiden, weil man ja eine genaue Positionierung hat. Und dazu bräuchte man ein Schneidmesser. Die gibt es schleppend oder halt letztendlich auch gesteuert. Aber wir haben da
das seht ihr jetzt nicht, ein bisschen weiter, so 1,5 Meter von mir entfernt, einen großen Schneidplotter, den ich euch auch irgendwann mal noch erklären werde. Must have, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall Artenschutz, wenn ihr keinen Case habt und ihr braucht einen Gehörschutz. Das hier ist eine Crest Oberfräse, die heißt 1050 FME, die hat 1050 Watt und die kann zwischen 10.000 und 25.000 Umdrehungen in einer Minute machen. Das ist extrem schnell, sie wird aber auch extrem laut und es tut einfach nur noch weh in den Ohren, so laut ist sie. Und dann gibt es hier dieses extrem geile Handrad. Das ist ein bisschen teurer, aber es ist einfach ganz, ganz toll. Ich habe hier Notaus, ich kann einzelne Achsen singulär verfahren. Ich kann in Zehntel, in Hundertstel Schritten fahren. Ich kann Makros programmieren, Start. Ich habe einen Start-Button, ich kann pausieren, ich kann weiterführen die Jobs, ich kann sie ganz aussetzen. Und ganz wichtig ist, ich kann Nullpunkte direkt setzen. Das heißt, ich fahre hier zack, zack auf ein Zehntel in der X-Achse ran. Werde langsam, ZY, mach OK und ich habe den neuen Nullpunkt bestimmt. Und das kann ich auch in Z machen, wenn ich runterfahre. Ich habe das früher mal immer so mit Blättern und sowas gemacht. Und jetzt, ich brauche diesen Job nur noch, den G-Code. Ich spiele ihn auf die Fräse, gehe mit dem Handrad dran und dann kann ich loslegen. Boom, so muss es sein. Und ich kann auch Sachen wie die Spindel zum Beispiel hier anmachen, die Pumpe und ich kann immer auch Nullpunkte und definiert in der Software definierte Parkpositionen anfahren. Wow, und? Wow, geil, oder? Und dann freut es mich, wenn ihr euch die nächsten Videos dann anguckt und dann sehen wir uns da wieder. Tschüss!